Damen und Herren, begrüßen wir Hammo und Solin. Hallo Hamura. Applaus. Ja. Applaus. Geh weg. Schlecht. Und dir? Schlecht. Hemmst du wirklich? Wir interviewen gerade. Das da ist Hamura. Weißbrot. Hamura, was isst du da gerade? Brot, wo Schokolade drin ist. Wie heißt das Brot? Croissant, Schokolade oder bla bla bla? Lass es. Schokoladencroissant. 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 Da kriegst du einen auf den Kopf. Nein. Boah, ich kann dir nur auf den Pummel schlagen. Leute, leise, ich interviewe. Gar nichts. Liebe Leute, wollt ihr ein Spiel mit uns spielen? Nein. Nein. Ja. Warum nicht? Ich wollte Hunger haben. Nein, das ist der Interviewstock. Nein, das ist der Interviewstock. Das ist das Mikrofon. Wir gehen jetzt mit Frau Solin spielen. Komm, Solin. Da, komm, wir spielen. Frau Solin. Das ist ein Interview, Frau Solin. Frau Solin. Herr Boran. Herr Boran. Herr Boran. Das ist ein Star. Also. Siehst du mein? Frau Solin. Was? Ja, das ist. Ein Stock! Frau Soli, du Star, du bist ja so dumm! Ein Stock! Komm her! Frau Soli! Frau Soli, was ist das? Ein Blatt? Nein, ein Edelstein. Was? Ich meine, das. Ein Diamant. Was ist das? Was meintest du? Das! Das! Ein Stock! Nein! Ein Baum! Nein, ein Baum! Das geht nicht. Du musst merken, was ist das Gegenteil von Stock, du Dumme! Du Dumme! Ein Blatt! Gegenteil! Frau Solin ist ein bisschen ein Seht ihr das denn nicht? Das bist du. Nein. Das Schwarze ist beobachtet worden. Das ist ein Stock. Was? Das ist ein Stock. Nein, das ist kein Stock. Baum. Komm mit. Nein, das ist ein Tier, Leute. Seht ihr das nicht? Das ist ein Stock. Bitte interviewen uns und sei leise. Ja. Die sagen, der Stock ist ein Tier. Nein, das da ist er. Oh, upsi, ist es doch ein Stock. Warte, ich gehe okay, mit der Kamera. Warte, ich muss der Kamera das nur zeigen. Das war nur ein Stock, echt jetzt? Frau Solin, hast du es erraten? Was? Das ist eine Wiese! Ja, das ist richtig, Frau Solin. Edelstein! Nein, das ist eine Wiese. Nein, das. Sie hat falsch! Sie hat falsch gesagt, da ist ja Wiese! Nein, ich hab gesagt, da. Ui, du musst das finden in 5 Sekunden. In 5 Sekunden? Mach Augen zu. Mach Augen zu. Oh, mach Augen zu, Bo. Mach so! Augen zu, dich nicht verstecken. Du darfst dich nicht bewegen, du musst nur sein. Ich bin da. Und los. 1, 2, 3, 4, 5. Aus. Hinter dir, komm auf mir. Eine Rolle schenke ich dir. Ja, hinter dir, du Dumme. Drei, wieder. Vier. Mach Augen zu. Okay, los. 1, 2, 3, 4, 5. Immer in der Logik Brust. Ich hab gesagt, 10 Sekunden. Und jetzt hast du
mehr lachen, du dumme Kopf. Und du sagst, liebe Mama, wo das ist. Du darfst es nicht. Augen zu, Augen zu. Augen zu. Oh mein Gott. Sie hat geschaut. Okay, lass mich. Ein neues Spiel. Boah, sie hat mir voll in den Augen gestochen. Eliatel, komm her mit. Was siehst du da? Apfel. Ein Apfel. Willst du mit uns spielen? Au! Ja. Das ist so schlecht. Ein Spiel. Komm mit! Wir spielen die Lehrerin. Ich heiße Eliatel. Elia, komm bitte mit. Ich mach die Konkurrenz. Hier, das. Was ist das? Wir interviewen. Wiese. Das nennt man Wiese. Das nennt man Wiese. Gemüsegulasch. Bravo! Gemüsegulasch. Was ist das da? Was ist das da? Blatt. Blatt. Das ist natürlich ein Eisstock. Ein Salatkopf. Ein Salatkopf. Bravo! Liebe! Keine Zeit, ich muss filmen. Zurück zum Interview. Elliot, schau mal, was da sieht alles schlecht, das ist Brokkoli. Warte, wir schauen mal. Ja, das ist Brokkoli, bravo! Elliot, was ist das da? Das ist ja leicht. Das ist mein Gesicht. Ach, hey. Gashka ist ein Roboter. Yeah. Du bist ein Roboter, mein Freund. Gut. Was ist das? Das hinter dir. Achso, das da? Ja. Das ist Blumenstrauß. Maximilian. Bravo. Maximilian. Hallo Maximilian. Ich bin Solin. Was ist Solin? Maximilian. Maximilian. Was ist das da? Hier ist gerade ein Interview. Was ist das da? Alles, was ich sag, das stimmt. Lassen Sie das mal. Das ist Hundekacki. Dankeschön. Das Interview ist gut gelaufen. Das Interview ist gut gelaufen. Herr hat alles richtig geraten. Danke, Elia Till. Bitte schön, Kamerafrau. Elia Till. Würden Sie im Wald lieber... Das ist schon klar, ich beantworte alles. Ja, ich weiß. Elia Till, würden Sie im Wald mit Hand arbeiten oder mit Nägeln und Werkzeug? Ich glaube, Handarbeit. Gut, Handarbeit. Bravo. Das ist das Beste. Wollen Sie später mal ein guter Mensch werden oder ein schlechter Mensch? Ein guter Mensch. Gut. Elia Till. Ja, eine Frage. Die letzte Frage, die ich Ihnen stelle, ist: Was wollen Sie später mal werden? Elia Till, eure Frage. Ja, das ist eine schwierige Frage. Aber ich beantworte alles. Ich werde Tierarzt. Bravo, gut. Jetzt bin ich die Fragenstellerin. Okay, Ticket. Oh, wer ist unser Ticket? Wir sind Stars. Wir müssen rein. Wir sind Stars.
Oh mein Gott. Leute. So eine Unverschämtheit. So, los, weiter. Sagen Sie dir. Wollen Sie eine Schwester haben oder einen Bruder? Ich mag lieber einen Bruder haben. Warum? Weil mir reicht dieser eine Bruder. Und der ist nett. Gut, du hast recht. Der Bruder ist nett und das brauchst du. Hey, das ist eine Beleidigung für alle Schwestern auf der Welt. Beleidiger! Halt deine Fresse, Frau Kamera. Okay, ich bin nur die Kamera. Hast du das gesehen? Ja. Was haben Sie eben gesagt? Die könnte man eigentlich essen. Und wieso könnte man die essen? Naja, sie schmecken gut nach Pfefferminz. Gut. Wir gehen jetzt weiter unser Interview. Und man darf nicht auf die Abbrechung, schaut euch die schöne Landschaft an. So sieht unser Wald damals aus. Wir haben es zerstört. Danke, Lia. Ich nehme es auf der Kurve. Ja, bitte. Ticket jetzt für die nächste Kurve. Oh, danke schön. Wir brauchen das Ticket für die nächste Kurve. Wir sind mit draußen. Eigentlich sollten wir da gratis reinkommen, aber... Das kostet 30 Euro. Nein, kostet es nicht, das Ticket. Kommt. du singst, Jean, pass auf. Lass uns nicht unseren Abenteuer vermasseln. Wir sind Stars. Wir müssen gratis rein. Gratis. Wir müssen gratis. Es tut mir leid. Wir sind Stars. Entschuldige. Ich komme selbst durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alle dürfen rein, weil wir sind alle mein. Ihr seid. Gebt euch das nächste Ticket. Louis, das nächste Ticket. Her damit. Bitte. Wir sind eigentlich Stars und wir sollten gratis reinkommen, aber. Nein. Wie die Welt nie wohl wieder. Ist. Nein, ich werde immer gratis reinkommen. Ciao. Ich filme gerade, wusstest du das? Ich habe gefilmt, als wir das gemacht haben. Oh Mann. Ich hoffe, ich wackle nicht so. Seht ihr, Verteidigung ihrer Welt. Ihrer Welt. Verteidigung der Welt. Oh, da. Ach, Verteidigung der Welt. Etwas. Die werden im neuen Star. Leute, wir brauchen einen neuen Star mal wieder. Ich? Oh. Los. Los. Ich bin jetzt 2 Minuten fertig. Dann mache ich die fertig und die liegen am Boden, okay? Also. Oh, mein Name ist Elliot Klamauer. Und ich bin sein Helfer. Ich finde das nicht echt, oder? Die Kamerafrau stellt Fragen. Also, was würden Sie hier machen? Handarbeit oder Nagel und Werkzeug? Ein Haus mit Handarbeit ohne Nagel und Werkzeug oder ein mit Nagel und Werkzeug? Nagel mit und Werkzeug, natürlich, das kann ich nicht kennen. Weltverschmutzung. Ja und? So, nächste Frage. Was wollen Sie mal werden? Schlosser. Okay. Wollen Sie eher einen Bruder oder eine Schwester haben? Ja. Ich habe einen Bruder und habe einen Gut, haben. Gute Sache. Eliatel. Die Antwort, die wir hatten. Die Antwort, die wir haben wollten. Sie sind jetzt ein Star. Ja, und das soll ich mir. Herr Eliot Star. Wie heißen Sie? Ich heiße Amurabi. Ich werde Ihnen jetzt Fragen stellen und Sie müssen die Fragen beantworten. Okay. So, Hammurabi, was wollen Sie später mal werden?
später Polizist. Gut. Okay. Hammurabi, was wollen Sie, eine Schwester oder einen Bruder? Bruder. Okay, wollen Sie eher ein Haus mit Handarbeit oder mit Nagel und Werkzeug im Wald? Nagel im Werkzeug. Du bist eine Weltverschmutzung. Weltverschmutzung, schon der zweite. Elliot und Hamu, Weltverschmutzung. Ändern Sie Ihre Meinung? Ja. Was sind Sie jetzt? Weltverschmutzer oder Mensch? Mensch. Mensch. Also, Sie arbeiten mit Handarbeit. Ein Weltverschmutzer weniger. Ich möchte Sie jetzt gemeinsam was spielen und dann können Sie selber spielen. Wir haben schon lange nichts mehr gemeinsam gespielt. Ich möchte den Spiel ja. Macht es euch einmal gemütlich. Ein M2 schweigen in 3, 2, 1, 0. Gehört. Die machen das im Frühling, um auf sich aufmerksam machen. Die Männchen machen brrr und die Weibchen denken sich, wow. Ich möchte mit euch ein Spiel machen, bevor ihr selber wieder im Wald spielen könnt. Und zwar, das Spiel heißt Adlerauge. Das kenne ich. Das ist gut, wenn schon zwei kennen, ist es super gut, weil dann kennt sie euch aus. Das kenne ich aus der Waldfahrt. Das glaube ich. Und zwar, ich werde mich da oben hinstellen und bis 20 zählen und mache die Augen zu und ihr lauft ein Stück weg, passt auf, dass ihr nicht stolpert und dann geht ihr in Deckung. Das heißt, ich bewege mich von dort, wo ich stehe, nicht weg. Das heißt, ich darf nur sozusagen mich einmal drehen. Das kenne ich. Und dann, das ist super, wenn so viel kennen willst, trotzdem spielen. Das kenne ich gut. Auch. Das kenne ich nicht. Zuhören, damit alle die Chance. Und Tim, dann magst du es mal zeigen, wenn du dich sozusagen da hinten hinter dem Baum versteckst. Lass den Rucksack gleich da, den brauchen wir nicht. Versteck dich immer irgendwie hinter einem Baum. Irgendeinen. Du kannst gleich da bleiben. Genau, der ist ein bisschen zu schmal für die Kinder. Aber prinzipiell, ich schaue nur in einer Richtung und ich sehe jetzt ihren Kopf nicht. Ich sehe nur einen gepunkteten Buckel. Und wenn ich dann weiß, dass das die Timna ist, sage ich Timna. Wenn ich sie nicht sehen kann. Oder nicht weiß, dass es die Timna ist, kannst du sagen. Das ist Pech, genau. Und ich schaue halt weiter und wenn ich gesehen habe von meinem Adlerauge. Ganz versteckt. 9. 10. Denkst dran, du musst weit weg sein, du musst mehr machen. Wenn du ruhig
Haube von. Ich werde eine rosa Haube, die. Nein, ich ziehe keine rosa Haube. Ah, ich sehe eine grüne Jacke da oben. Unter Plan. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ich sehe da hinten eine blaue Jacke, da weiß ich nicht, wer es ist. Schon wieder weg. Boran! Ilja. Faser und? Wer hat die weiße Jacke? Ich kann es nicht erkennen, Pech gehabt. Oh, ich sehe da ein paar Wesen. Der Baum ist zu schmal. Adrian? Weitergegangen bist du oberhalb oder unterhalb gegangen? Ich glaube, ich bin unter. Wo lang bin ich? Elia, deine super Darmfall mit deiner Hose, schau. Jetzt sind wir fast. Besa, magst du das auch probieren? Ja, dann komm ans obere Ende. Thank you.